das habe ich nie erwartet. Und ja, ich bin relativ stolz darauf. Kaffee. Ceviche. Ceviche ist tatsächlich so wie eine Art von einer Suppe. Und hier in Osnabrück oder in Deutschland habe ich nie gegessen. Aber ich denke, es ist relativ exotisch und lecker auf jeden Fall. Campusbier. Ich bin Raul Morales und ich bin 33. Ich komme aus Ecuador und hier an der Hochschule arbeite ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Auch bin ich Doktorand so in der Uni in Hannover. So, meine Promotion geht um Pflanzenvermehrung. Mein Thema ist oder heißt Anregung von Adventivwurzelbildung bei Rosensterlingen. Und das ist etwas Neues und ganz interessant, weil ich komme aus Ecuador und mein Papa hat da eine Baumschule. Und ich habe immer Interesse an Pflanzen. Und tatsächlich, was ich hier mache, hat eine Beziehung mit, was ich da machen kann. Das ist mein Alpaka-Pullover. Wie gesagt, ich komme aus Ecuador und ich komme tatsächlich aus Quito, die Hauptstadt. Und kalt, nicht hier wie im Winter, aber schon kalt in den Bergen. Und das ist etwas typisch aus meiner Heimat und ich trage ganz oft meine Alpaka-Pulli hier an der Hochschule. Ich habe einen Pinsel von zu Hause mitgebracht. Es ist ein bisschen alt, aber ja, es ist ganz besonders für mich, weil ich in meiner Freizeit Kunst mache. So, ich male ganz gerne. Und tatsächlich, mit meiner Arbeit bin ich nominiert in der Kunstpreis so hier in der Stadt in Osnabrück. Und ich habe mich beworben und das war eine Überraschung für mich tatsächlich. Das habe ich nie gedacht, aber einfach versucht, was passiert und was kommt. Die Leute, die sich beworben haben, waren wie 150 oder so. Und von der Gruppe von den 15 Leuten, ich bin der Einzige, der ein Amateur ist. So, die anderen sind Leute, die viel Erfahrung haben und Kunst studiert haben. Die Bilder sind im Felix-Nussbaum-Museum und das ist schon ein bekanntes Museum hier. Das ist tatsächlich so mein Style. So, ich mache etwas so wie realistisch, so wie die Stadtbremen-Musikanten oder die Fans von Werder Bremen ist auch hier, aber auch in eine Version so ein bisschen mit Fantasie. So, ich mache die Stadt ganz gerne, weil ich da mit meinen Eltern gefahren bin. Wenn ich zum Beispiel eine Reise mache oder so, ich male danach etwas, das damit zu tun hat. So, genau.